Lüften, nichts für Lüften. Lässt mich nicht schlafen. Oh, scheiß Abend gestern. Oh, scheiß Onkel Theo. Gewünscht in Liebe von M. an Harry und denke an die Verabredung. Tja, Harry, dann tu das mal auch. Oh, me, oh, my, Miss Molly, won't you say you love me too? Seite. Immer muss ich an dich denken. Heute kann ich endlich kommen. Ich hab den Mut. Das kannst du mir ruhig glauben. Ja. Heutzutage für Träume hat. Du bist wohl verrückt geworden, die Tür so weit aufzumachen. Nur ein Spalt, habe ich gesagt. Das war vielleicht ein Fest. Onkel Theo hat doch tatsächlich die halbe Flasche weggeputzt. Na, da steht sie ja. Ja, ja, Onkel Theo. Und sowas wie ein Vormund sein. Putzt die halbe Flasche weg, dass man ihn beinahe fortschaffen muss. Harry! Um Morgenmuggel! Hab ich nicht recht? Ach. Mhm.
Wo ist denn der Unterrock von Frau Klefischs Tochter? Du hast doch gesagt, dass du das Kostüm erst heute Abend brauchst oder so. Hast du doch gesagt? Du verheimlichst mir was, Harry. Hast du Geheimnisse von mir? Harry! Endlich. Gib her. Was hast du zu Onkel Leo gesagt, dass du so früh raus bist? Dass ich als Erster auf dem Arbeitsamt da sein will, damit ich auch hier einen Job krieg. Er hat einen dicken Kopf wegen gestern bei euch. Schlechte Laune hat er, mein lieber Mann. Einen Fußtritt hat er mir gegeben, dass ich gleich rausgeflogen bin. Sie sagt, die Farbe schwarz, das sei ein Auftrag. Du solltest das als Maler wissen. Hat jemand was gemacht? Hat jemand gemerkt? Ein Verdacht geschöpft? Ich glaube nicht. Frau Klefisch soll nur gemeint haben, warum denn da plötzlich die Unterröcke ihrer Tochter so gefragt sind. Ich meine, für Karneval. Bloß mich geht's ja nichts an. Wie sie wohl aussieht. Nachts weiß ich's. Molly. Sag's, ich war auf dem Arbeitsamt, wenn dich jemand fragt. Und halt mir einen Platz frei. Ich komm danach. Eine Zeitansage zwischendurch. Es ist 6.45 Uhr, Viertel vor sieben. So. Harry Wagner, ich bring den Wein. Was für ein Wein? Na ja, ich soll ihn den Wein hier abliefern. So früh? Ja. Es geht nicht, ich habe Besuch. Das glaube ich nicht. Kommen Sie mit, aber in der Hand. Wer schickt dich? Sag, wer dich schickt. Niemand. Ist das? Nur du. Du hast mich doch kommen lassen.
Brauchst du Geld? Willst du Geld? Ja, ich will doch nur. Du musst keine Angst haben. Ich will doch nur, dass du den Wein kaufst. Na dann nicht. Schade. Wenn du den Wein nicht kaufen willst, dann muss ich dich eben bestrafen. Das ist ein Auftrag. Ha! Lass das! Ich will dich nicht umbringen. Keine Angst, ehrlich. Ich will dich nicht umbringen. Ich bring dich schon nicht um. Ich geb dir Geld. Mein Geld. Ich werd's nicht schlecht. In meiner Tasche, im Portemonnaie. Alles. 250 Mark. Ich will dich doch nur sehen. Mit dir befreundet sein. Molly. Molly? Ja. Molly. Ich bin nicht Molly. Das ist mir doch egal, du heißt Molly. Marianne! Marianne Kläfisch, kapiert? Du hast dich in der Tür geirrt. Und nun hau ab. Ich erstatte auch keine Anzeige, aber verschwinde jetzt. Glotz nicht so. Hau ab und ich hol die Polizei! Lass das! Hilfe! Hilfe! Ich mag kein Blut. Bitte nicht. Nicht, bitte. Es tut mir leid. Warum lügst du auch so? Erst willst du meinen Wein nicht kaufen, obwohl ich extra herkomme. Und dann willst du auch nicht Molly sein. Da muss ich dich doch bestrafen. Was hübsch hier. Hübsch hast du es hier. Hör auf mit dem Mist, du bist ja bekloppt. Scheiße! Hier an der Tür, da sollst du hängen. Mit den Füßen zuerst und dem Kopf nach unten. Weil ich dich bestrafen muss.
hab dich erst gefragt, magst du ein Bonbon? Ich mag kein Bonbon. Ich will, dass du endlich verschwindest, du Blödmann. Den Blödmann will ich überhört haben. Was sei? Ich hab's ja gesagt, ich bekomme Besuch. Das ist hier nur die Post. Sag sowas nicht. Das macht mich traurig. Nicht so böse Sachen. In der Schule. Weißt du, wie sie mich da immer genannt haben? Eine schreckliche Zeit, ne? Ja. Weißt du, wie sie mich in der Schule immer genannt haben? Wachtel. Ja, wegen meinem dicken Bauch. Und deinem komischen Gang. Das, was meine Mutter immer gesagt hat? Wenn du nicht aufhörst zu heulen, dann holt uns alle das Wasser. Und hat sie noch gesagt, wenn du an eine Steckdose rangehst, wirst du reingesaugt. Seitdem gehst du nie wieder an eine Steckdose. Ich meine, ich bin gar nicht so ehrlich. Nur dies. Das kalte Gefühl, das schleicht sich manchmal rein und macht sich breit so drin. Ach du, hör doch auf, du bist der Pervers. Ich werde alles erzählen. Nein, das wärst du nicht. Lass uns Freunde sein, ja? Na klar. Ich meine, wir verstehen uns doch so gut. Jetzt kommen wir, fahren zu mir. Nein, das nicht. Ich habe doch einen Freund, das weißt du ja. Wenn der kommt, wird er dich verprügeln. Freue mich schon jetzt. Wie spät ist es? 11:15. Gott sei Dank. Da kommt gleich mein Vater, da kannst du was erleben. Ja, wieso? Ich hab doch gar nichts. Und Freitag sind wir früher Schluss. Nein. Nein.
machst du denn da? Jetzt hast du sie umgebracht. Das Einzige, was wir schon jetzt feststellen können, ist, dass es einen Kampf gegeben hat. Tod durch Erstickung? Nicht nur. Die Tote muss vor ihrem Ableben auch noch gewürgt worden sein. Zum Beispiel mit einer Schnur oder Kordel. In jedem Fall war der Gegenstand dünn. Und er hatte eine Textilumhüllung. Kein Plastik, auch kein Leder. Und das hier. Das Verschlussglied einer kleinen Halskette. Möglicherweise hat der Täter sie beim Kampf verloren. Sehen Sie, es ist gerissen. Die Öffnung ist verbogen. Gibt es noch andere Spuren, Fingerabdrücke? Der Täter hatte offensichtlich keine Handschuhe an, hat aber hinterher alles mit einem Taschentuch abgewischt. Hier zum Beispiel. Mit einem blutigen Taschentuch verwischt. Und dann. Geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, Frau Buchmüller. Wir wollen ja nicht pfuschen. Rübe ab. Sofort die Rübe ab mit solchen Kerlen. Kleefisch. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen noch einige Fragen stellen muss. Ja, wir gehen ja dann noch gleich. Hier, der Zierkettenverschluss. Gehört er Ihnen? Ist er Ihnen bekannt? Oder kennen Sie jemanden, dem die fehlende Halskette dazu gehören könnte? Herr Kleefisch, bitte. Es ist wichtig. Bitte. Kennen Sie jemanden aus Ihrer Familie oder Mariannes Bekanntschaft, der eine Halskette trägt, von der dieses Teilchen abgerissen sein könnte? Woher soll ich das wissen? Trug Ihre Tochter vielleicht eine Kette mit einem Anhänger dran oder so? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Von uns trägt niemand Modeschmuck. Noch etwas, Herr Kleefisch.
Ihre Tochter ist möglicherweise mit einem Kabel oder mit einer Schnur ermordet worden. Hier auf dem Sofa. Natürlich, ich weiß, wie mir zumute ist. Genau gewusst. Nur zu Frau Wagner gesagt, hoffentlich verschläft sie nicht. Es war so gegen 11. Das ist etwa die Tatzeit. Ja. Wissen Sie, Marianne kam oft zu spät. Und Herr Schneck war schon ganz böse. Ich wollte noch anrufen. Hätte ich doch nur zu Hause angerufen. Nein, das hätte auch nichts genutzt. Machen Sie sich mal keine Vorwürfe. Wer ist denn der Herr Schneck? Es ist der Apotheker, bei dem Marianne arbeitet. Marianne hatte doch keine Feinde. Aber auch wenig Freunde. Ach, das stimmt nicht. Eine Freundin hatte sie. So ein nettes Mädchen. Ich weiß, was sie will. Was man von Tommy nicht sagen kann. Sag nicht sowas. Ungerecht ist das. Wer ist denn dieser Tommy? Ach, Tommy Schmitz, ein arbeitsloser Fotograf ist das. Mit dem geht Marianne nun schon eine ganze Weile. Aber das habe ich schon immer gesagt, dass der Marianne nur herabzieht in die schlechten Kreise. Da fällt mir etwas ein, das habe ich in der Aufregung beinahe vergessen. Ich bin ja einer Person begegnet auf dem Treppenflur, als ich von der Montage kam. Würden Sie den Mann denn wiedererkennen? Ja, wenn ich ein Foto hätte, stimmt auf Anhieb. Er hatte es sehr eilig. Und als ich im Wohnzimmer war, da... Ach, aber das ist ja unmöglich. Was denn? Ach, da habe ich plötzlich Schritte gehört, den Flur entlang und hinaus. Aber das ist ja unmöglich, dass er noch da war. Und als ich sah, was er angerichtet hatte, da hörte ich schon das Gras wachsen. Jedenfalls bin ich hinterher und hab rausgeguckt. Und? Nichts und. Ich sagte ja, dass da was nicht stimmt. Ich glaube, ich spinn schon. Beim besten Willen nicht. Ja, nun, lassen Sie sich ruhig Zeit. Kommen Sie. Die Person ist nicht dabei. Ihre Frau sprach von einer Freundin. Einem netten Mädchen, die genau weiß, was sie will. Wissen Sie ihren Namen? Weiß nicht, nein. Aber Ihre Frau wird ihn doch sicher wissen. Schon eher. Über Tote soll man nicht reden. Wieso? Gibt's was? Es könnte uns helfen. Nein, nichts.
Nur das Medikament aus dem Giftschrank wechseln. Mehrfach. Große Mengen. Aufstehen? Mescalin, Opiate, Dormelina und. Eingebrochen? Nein, das kann man nicht sagen. Sie fehlen einfach. Ich kann mir nur denken, dass... Ja. War Marianne ihre einzige Angestellte? Ja. Und hatte sie einen Giftschlüssel? Nein, nein, wo denken Sie hin? Das ist bei Lehrling gar nicht statthaft. Aber... Aber sie hätte ihn sich holen und dann dran können. Ja, ja. Und sagen Sie nichts den Eltern. Sie sind so nette, besorgte Leute und haben Kummer genug. Aber warum haben Sie keine Anzeige gemacht? Ja. Sie haben sich strafbar gemacht, das wissen Sie. Es ist ja nur ein Verdacht. Ich habe keine Beweise. So, Sie haben keine Beweise. Wissen Sie, ich war schon mal in so einen Fall verwickelt. Mariannes Vorgängerin, ein tüchtiges Mädchen, musste dann entlassen werden. Na ja, haben Sie da wenigstens eine Anzeige gemacht? Nein, nur entlassen. Bitte, Frau Kommissarin, Sie wissen nicht, in welchem schlechten Ruf... Aber so ist Ihr Ruf auch nicht besser. Wie hieß denn Mariannes Vorgängerin? Molly Fiedler. Molly Fiedler. Und sind die beiden sich mal begegnet oder waren die sogar befreundet? Begegnet schon. Ich hatte ja vorübergehend zwei Apothekenhelferinnen, die Fiedler und Marianne. Aber ob die beiden nach Feierabend eine Beziehung hatten oder sogar dick befreundet waren, ist mir nicht bekannt. Hier. Hallo? Scheint niemand da zu sein. Ja, der Schlüssel steckt aber. Gehen wir weiter? Nein, nein. Wir kommen morgen wieder. Merkwürdig. Chef. Vorsichtig. War hier, Archie. Bis heute Abend. Mit eins im Raphael. Foto Kuckuck. Ein Kurschatten. Sie wissen nicht, was das ist? Aha. Vergnügen. Hallo. Na, gehst du schon? Kriegst du keinen hoch, wa? Von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Sie wünschen? Ich möchte gerne ein Inserat aufgeben. Geht das? Natürlich. Dafür sind wir ja da. Wie groß? Privat oder geschäftlich? Wie privat oder geschäftlich?
Das Inserat. Für privat. Aber das Geld spielt keine Rolle. Gut. Und der Wortlaut bitte? Also, suche ab sofort Schülerin. Schülerin. Von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. 30 bis 19. Viermal wöchentlich. Viermal wöchentlich. Zur Beaufsichtigung eines sechsjährigen Mädchens. Sechsjährigen Mädchens. In Mombach. Mombach. Angebote unter. Angebote unter Chiffre Nummer 11, 25, 17. Vor Dienstag kommt jetzt aber nicht in die Zeitung. Dann komme ich auch schon Mittwoch wieder, ja? Ich sagte Ihnen doch, Frau Kommissar, ich lag den ganzen Tag im Bett und dachte mir so eins. Haben Sie Zeugen? Wir sind ja sonst kaum allein im Bett. Wieso gerade heute? Entschuldigen Sie. Buchmüller? Ach, Frau Kleefisch. Ja. Naja, wir wissen Bescheid. Natürlich, das haben Sie in der Aufführung vergessen. Das ist doch klar. Ich verstehe das. Nein. Wenn der Apotheker selber keine Anzeige erstattet, nicht. Uns geht's ja um den Mord, nicht um ein kleines Rauschgift. Richtig. Mein Sexualverbrechen. Übrigens, Frau Kleefisch, wie hieß denn die beste Freundin von Marianne? Molly Fiedler. Ich danke Ihnen. Das wär's dann, ja. Wiederhören. Was? Ja. Sie können gehen. Danke, liebe Frau Kommissarin. Danke euch. Und kommen Sie ja auf keine dummen Gedanken, nur weil wir Ihnen diesmal nichts nachweisen können. Verstanden? Das war die achte Spur. Ja. Und wir haben noch 144 allein in Mainz. Und immer ist es dann der letzte. Hier. B. Wagner, Harry Wagner. Die Obduktion ist erst morgen, ne? Die Leute von der Spurensicherung sind auch schon weg. Ja, immerhin glauben Sie ja, fremde Fingerabdrücke in der Kleefischwohnung gefunden zu haben. Und morgen früh steht uns ja auch Wojtyla zur Verfügung, obwohl Sonnabend ist. Und Kollege Mewes geht Skifahren, bricht sich den Fuß und feiert krank. Und wir können hier rumarbeiten. Wir hätten ja für Montag Karneval feiert. Hier, sehen Sie mal. Der letzte ist es immer, Harry Wagner. XYZ gibt es nicht in Mainz. Am 22. November 1973 verurteilt vom Schöffengericht Mainz wegen sexueller Nötigung und Entführung zu einem Jahr Freiheitsentzug auf Bewährung. Hatte eine, nicht rauchen, Chef. Hatte eine 15-jährige Anhalterin misshandelt. Ja, hier, das Gericht nennt den Vorfall eine typische Jugendstraftat. Spricht aber von einer einmaligen Entgleisung. War kurz verlobt gewesen mit einer Molly Fiedler. Molly Fiedler? Ach nee. Ich weiß. Kriminalpolizei. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche ein ganz bestimmtes Foto von Ihnen. Ich weiß, eigentlich dürfen Sie es nicht herausgeben, aber machen Sie eine Ausnahme. Es geht um Mord. Die Polizei war zweimal da. Und was haben Sie gefunden? Nichts. Reinweg nichts. Hier. Da hat's gelegen. Weg. Komm, lass uns reingehen. Darauf musste ich kommen. Tatwaffe handeln könnte. Wegen der Textilumhüllung, wie der Spezialist von der Spurensicherung das nennt. Es war eine alte Verlängerungsschnur. Nicht gesichert, ohne Schuko-Stecker, die ich schon immer wegwerfen wollte. Mit
Stoff bezogen. Braune und gelbe Fäden wie gemasert. Aber Karteikarten und Fotos haben sie. Ich musste mir zweimal Fotos ansehen. Und? Und weißt du, wen sie mir als möglichen Täter gezeigt haben? Den Sohn der Frau Wagner. Wir sind Arbeitskollegen. Frau Wagner und ich. Schmitz bei Kleefisch. Schön. Schön. Danke sehr. Eine Cola. Eine Cola. Wer will denn schon was mit der Polizei zu tun haben? Schmiere, nein, danke. Das machen wir ganz allein. Auf eigene Faust? Ja, klar. Ich besorge die Knarre. Das sind wir der Marianne schuldig. Du hast uns das eingebrockt. Du und deine schlechte Gesellschaft. Heruntergezogen hast du sie. Auf dem Gewissen hast du sie, du Quatsch, nur weil ich freiberuflich bin. Dein Hungerlohn. Du legst Marianne auf der Tasche. Was kann ich dafür, wenn sie in schlechte Gesellschaft gerät? Auf dem Gewissen. Außerdem, der Typ ist eh nur Hundefutter. Ja, er war auf dem Arbeitsamt. Rauchen Sie? Nicht Raucher, selbstredend. Und wie lange war er auf dem Arbeitsamt? Ich denke, den ganzen Vormittag. Lügst du auch nicht, Hermann? Nein. Aber eine Arbeit hat Harry und ich auch nicht finden können. Wissen Sie... Ja, reden Sie ruhig weiter, das ist Kollege Lamm. Sind Sie Herr Lillig? Ja, Onkel Theo Lillig, jawohl. Der Vormund von Harry Wagner. Naja, früher jedenfalls. Wissen Sie, Elfriede Wagner, Harrys Mutter, ist ja nämlich Witwe. Wir wissen Bescheid, wir wissen Bescheid. Ja, das ist mein Sohn, Hermann Lillig. Der gerade Junge. Ja, wissen Sie, darf ich? Ja, natürlich. Danke. Wissen Sie, zuzutrauen ist ihm alles, fast jede Schandtat. Aber das, ein Mord. Ich weiß nicht, bei uns in der Familie gab es bis heute keinen Mord. Das ist vielleicht der Erste. Nein, nein, wir sind eine saubere Familie. Ich danke Ihnen. Wir regeln Probleme anders. Dankeschön. Nein, nun kommen Sie, kommen Sie. Herr Mann, ich wollte dich noch etwas fragen. Kennst du eine Molly Fiedler? Ja. Woher? Harry war doch mal kurz mit ihr verlobt. Weißt du was davon, dass sie in einem Rauschgiftfall verwickelt war? Nein, das ist doch schon lange her. Ja oder nein? Nein. Woher weißt du dann, dass es schon lange her ist? War das zur Zeit von Harrys Verlobung mit dieser Molly Fiedler? Nein, vorher. Ich muss mal überlegen. Sie verlobten sich, nachdem Olli gefeuert war. Kennst du auch die Tote, Marianne Kleefisch? Von der habe ich nur gehört. Gesehen habe ich sie nie. Ich habe auch Molly schon lange nicht mehr gesehen. Seitdem die Verlobung platzte, genau. Und jetzt holt in einer Lese steht draußen von der Mackitschirn, die Margit Kronheimer. Sie hat zwei Kundliche wieder mitgebracht. Sie hat... Kommen Sie ruhig wieder auf uns zurück, Frau Kommissar. Wenn wir Ihnen damit helfen können. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Okay. Und Sie noch nicht nach Hause? Ich sitze den ganzen Abend hier rum. Jetzt möchte ich mir das hier auch zu Ende ansehen. Ja. Überall das Gleiche. Wenn ich. Und die Nachbarn? Das traue ich Ihnen gar nicht zu, oder? Der Herr Wagner sieht mir nicht wie ein Mörder aus. Er macht immer so einen ordentlichen Eindruck. Ja, und nein, er sieht so harmlos aus. Aber für mich ist es.
Das hat ein Klefisch gesagt. Ja, er wollte sich schon an Harry Wagner erinnern, als ich ihm das Foto zeigte, aber seine Frau sagte, das ist doch der Harry Wagner, der Sohn von Frau Wagner, die mit ihr in der Schneiderei arbeitet. Eine so nette Frau, niemals. Sie hat ihn mal gesehen, als er sie von der Arbeit abholt. Naja, und dann hat Vater Klefisch einen Rückzieher gemacht. So. Na, das kann doch nicht wahr sein. Na, das gibt's doch nicht. Schauen Sie mal her, Lang. Da ist ja Mavis. Ach nee, der Schausch. Also den hole ich da raus, das sehe ich überhaupt nicht ein. Der muss uns diesen Harry Wagner sofort herbringen. Liebling, sei so nett und lass das bitte. Du machst die Wohnung schmutzig. Boah. Harry, was habe ich dir denn gesagt? Oder soll ich rüberkommen? Du brauchst nicht rüberkommen. Dass ich keinen zweiten Apfel vorbereiten soll, hast du gesagt. Wer kann das noch sein? Ob das was mit Onkel Theos Besuch auf der Wache zu tun hat? Mir doch egal. Ja, bitte. Mavis Knappel ist ein Mochtezernant. Guten Abend. Kann ich Ihren Sohn sprechen? Harry? Kriminalpolizei? Was hast du angestellt? Sind Sie Herr Wagner? Ja, warum? Also Ermittlung aufs Kommissariat, Harry. Ich? Warum? Weil Sie unter Verdacht stehen, an Mariana Klefisch misshandelt und ermordet zu haben. Mein Gott. Aber ich kenne doch gar keine Marianne. Wie heißt die? Ach, dann kommen Sie, Harry, nur ein paar Fragen und Ihr Alibi. Kommen Sie. Ja, der war bei mir. Herr Wagner, nicht wahr? Ja. Ich hatte allerdings zurzeit nichts für ihn. Und wie spät war das? Um welche Uhrzeit genau? So gegen 12, halb 12. Nicht früher, das ist wichtig. Doch. Ich war ja schon den ganzen Vormittag da. Es war eine irre Schlange. Ich habe fast den Hintern platt gesessen. Und bei Ihnen im Büro war ich so um 11. Halb 11. Kann das sein? Schon möglich. Es ist wichtig. Die genaue Uhrzeit ist ganz wichtig. Ja, beschwören kann ich es natürlich nicht. Möglich, dass es erst 10:30 war. Na bitte. Wer war denn vor Herrn Wagner dran? Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt für die genaue Uhrzeit. Ja, mein Vetter Hermann. Der Spezialist ist erkrankt. Und
Die Fingerabdrücke von Herrn Wagner können wir erst... Ich hab's gehört, ich hab's gehört, Herr Lauf. Frau Bunge, da bitte kommen Sie doch mal schnell. Entschuldigen Sie bitte. Ach, Herr Grebe. Also, was gibt es? Die Obduktion ist fertig. Und? Sehen Sie mal, was wir im Magen der Leiche gefunden haben. Ein kleines Amulett aus Silber. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Doch, doch, ein Tierkreiszeichen, und zwar ein kleiner Löwe. Es hat also ein Kampf stattgefunden. Das Rädchen, also das Verschlussglied rollt herunter, weil sie dran gezogen hat an der Halskette. Ah. Ja, und derweil die Kette sich löst und der Täter sie wieder aufheben muss, ja? Bekommt das Opfer das Amulett in die Hand. Und? Ja, und er, komm, gib es her. Ja? Sie? Nein, ich denke gar nicht dran. Ja, und? Ja, und dann hat sie es runtergewürgt. Er hat sie also nur aus Wut umgebracht? Ja. Das ist doch kein Motiv. Ja, wieso, Chef? Ein Sexualverbrecher, der aus Wut, weil sein Opfer das Amulett heruntergeschluckt hat, das Opfer umbringt? Ja, das war so eine Idee von mir. Ich... Mavis, Mavis, da muss doch etwas anderes dahinter stecken. Herr Wagner, ja? Was sind Sie für ein Sternzeichen? Jungfrau, wieso? Dann können Sie vorerst gehen. Aber halten Sie sich bis Mittwoch bereit wegen der Fingerabdrücke. Ja. Vielleicht sind es auch zwei Täter. Das Sexualmotiv ist offensichtlich. Aber ein Rauschgiftdelikt wäre auch möglich. Herr Klefisch ist der einen Person begegnet, als er nach Hause kam. Aber dann hörte er oben noch Schritte. Die zweite Person. Unsinn. Er sagt ja selber, dass er spinnt. Ich verstehe kein Wort, wovon du redest. Vielleicht sollten wir ihm auch noch die Drogenkarte, das Rauschgiftdezernat einschalten. Mal sehen, wer in der letzten Zeit mit der Szene Aufsehen gemacht hat. Bitte, ja, bin am Ende. Für mich bitte Tee. Zwei Beutel, bitte. Ja? Ach, Lahn, Sie sind's. Was? Unser Spezialist ist doch noch gekommen und? Ach, jetzt schlägt's aber 13. Schöne geschaffen, Herr Wachtmeister. Morgen, ja, was nun, ja oder nein? Also nochmal, in der Küche ja, im Schlafzimmer vielleicht und im Wohnzimmer nein. Ja, aber da ist sie doch ermordet worden. Was ist denn mit Ihrem Zimmer? Am Türpfosten, da war doch was. Keine. Ach so, ja, Blut natürlich. Naja, da sind die Fingerabdrücke nicht identifiziert, ich verstehe. Ja, sofort, natürlich. Sofort. Ja, guten Abend. Frau Klefisch, Ihr Buchmüller. Entschuldigen Sie, aber ich muss etwas ganz Dringendes von Ihnen wissen. War Harry Wagner schon einmal bei Ihnen in der Wohnung eingeladen oder so? Wieso? Ja, wieso kommt denn Ihr Mann nun darauf? Ja, also nochmal. Die Person lief mit etwas Gelbem die Treppe hinunter. Daran erinnert sich Ihr Mann genau. Ja, aber Frau Klefisch, seit wann ist denn ein gelber Unterrock ein Beweis für einen... So. Ja. Ach, Sie selber haben zwei von Mariannes alten Unterröcken aus der Hand gegeben und davon auf alle Fälle einen gelben an Frau Wagner? Ja, was heißt, ich dachte für den Karneval, Frau Klefisch, wissen Sie, was ein Fetisch ist? Ja? Ja, Herr Klef... Ja? Komm, mach das Ding doch mal auf. Ja? Ich glaube, ich muss Sie doch sehr bitten. Herr Klefisch, das werden Sie nicht tun. Nein, Sie wissen genau, dass Sie sich da strafbar machen. Was heißt hier scheiß Polizei? Sie haben gepennt. Wenn Sie uns nicht informieren, dann ist das Ihre Schuld. Nein, das werden Sie nicht tun. Oder ich lasse Sie in Vorbeugehaft nehmen. Jawohl, in Vorbeugehaft. Ja, Sie haben mich richtig verstanden. Na, und wenn ich die ganze Stadt auf den Kopf stelle, Sie werden das... Herr Klefisch!
Mensch, nimm dieses dumme Ding da runter. Ja, ja, für dich tue ich alles. Ich denke, wir gehen auf den Computerball. So nicht. Und jetzt schon gar nicht. Wo gehst du hin? Okay, wir sind bereit. Kommt bestimmt, das war ja so ausgemacht. Und wenn ich sage Punkt, dann ist es auch Punkt, dass er heimkommt von der Fasernacht. Und nicht halb und nicht viertel nach, das war schon immer so. Das gehört sich auch einfach, damit ich mir keine Sorgen mache, solange er seine arbeitslosen Füße unter meinen Tisch streckt. Die schauen immer auf die Minute. Aber was ihr Sohn treibt, wenn er weg ist? Ich kann doch meine Augen nicht über. Da soll ich ihm vielleicht nachlaufen. Es ist doch nicht das erste Mal, dass er sich an einem Mädchen vergeht. Und sein 15-jähriger Vetter? Hermann auch. Bestraft ist er leider auch wegen dieser Anhalterin. Und ich habe noch gesagt, Harry, nimm niemand mit, hörst du. Aber er hört ja nicht auf deine alte Mutter. War ja auch verlobt, nicht? Kurzfristig. Ach, diese Verbindung hat ihm doch überhaupt nichts gegeben. Immer diese Experimente, hat er bloß gesagt. Schon früher als Kind. Was hatte ich für einen Ärger beim Doktorspielen? Ja, die anderen, die untersuchen den Bauch oder so, sie verstehen ja. Aber er, ja. Er hatte immer nur diese Lust, die Kinder zu fesseln. Oder anzubinden. Oder in die Luft abzudrehen. Warum hat ihn niemand angezeigt? Oder ein Arzt. Dafür gibt's doch die Psychologie. Einen guten Psychologen. Tisch ab! Das ist eine blöde Tour, so einen zu bändeln. Wirklich. Entschuldigung, aber bitte, komm mit. Ist wichtig für mich, ehrlich. Zu dir? Das war jetzt noch keiner gebracht. Komische Nummer. Warst du es immer so bekloppt? Achtung, er kommt. Also, Frau Wagner, bitte keinen Ton. Ja, ich weiß Bescheid. Nun kommen wir von Trödeloch los unsere Zeit. Nee, so eine Bruchbude kommt nicht mit. Das mit dem Mädchen über alle Berge. Was? Ja, der hat mich reingelegt, als ich durchgab. Der konnte erst mit dem Mädchen in den Fahrstuhl, ich zu Fuß die Treppe rauf. Sie sollten doch unten bleiben. Was ist passiert? Ich im ersten Stock in den Fahrstuhl rein und ich dachte, jetzt habe ich ihn, aber der mit dem Mädchen raus und unten hat er schon den sechsten Stock gedrückt. Ich kann mal nicht mehr raus aus dem Ding. So, Frau Wagner, kommen Sie. Wo kann der hin? Er hat kein Geld, er kann ja gar nicht weit kommen. Der.
Also kommen Sie, Frau Wagner. Er hat kein Geld, er kann ja gar nicht weit kommen. Er hat Geld, er hat 350 D-Mark von Kleefischs. Gestohlen. Gestohlen. Vielleicht in irgendeiner Absteig. Oder morgen ist ja Rosenmontag. Zu seinem Wagen. Was für ein Wagen? Ach, er ist doch im Karnevalsverein und macht beim Umzug mit. Wo steht denn sein Vereinswagen? Ich weiß es nicht. In irgendeiner Fabrikhalle in Hechtsheim, glaube ich. Von Hechtsheim? Wohin? Kommen Sie. Frau Wagner, bitte. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Aber Ihr Sohn hat vermutlich auch nicht. Weil er mit Kleefisch. Beeilung. Nein. Nein, Frau Kleefisch muss sich irren. Ich als Mutter müsste das wissen. Matt, roter VW, älteren Baujahrs. Amtliches Kennzeichen MZGV427. Der Fahrzeugführer ist vermutlich bewaffnet. Vorsicht bei Festnahme. Harry Wagner! Wagner! Ja, der ist bei uns. Aber schon ewig nicht mehr da gewesen. Das hat keinen Zweck. Fahren wir zurück ins Kommissariat. Lagebesprechung. Nein, ich gehe, lass mich. Bitte, bitte im Namen unserer Tochter. Geh nicht! Und ob jetzt ich Schluss, ich gehe, hast du das verstanden? Ich gehe! Tust du nicht! Doch, tu ich doch! Du, dann lass ich mich scheiden. Ach. Du, ich ruf die Frau Buchmüller an! Hau doch ab, ist mir doch egal. Die Polizei ist flaschig, geht zu weich vor. Die kriegen ihn schon! Die lassen den Strauß doch wieder laufen, ob sie ihn kriegen oder nicht. Und wenn schon, der kriegt 10 Jahre, aber Marianne ist tot. Da hörst du's! Bitte, mir zuliebe, bleib mir. Hörst du? Womöglich stecken Sie dich noch ins Loch! So weit kommt's noch. Meine Geduld ist am Ende! Und noch etwas, Frau Kleefisch. Wer war denn eigentlich so scharf auf die alten Unterröcke Ihrer Tochter? Ach, so beruhigen Sie sich doch. Ich brauche doch alle Namen. Frau Wagner, einen gelben für Ihren Sohn zum Kostümfest, ja. Und? Ach, sieh mal an. Molly Fiedler, einen schwarzen. Frau Kleefisch, kennen Sie jemanden, der eine Halskette trug mit einem Anhänger? Tierkreiszeichen? Löwe? Niemanden. Das macht nichts. Löwe ist vom 23.07. bis zum 23.08. Na ja, es macht nichts. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Gute Nacht. Molly Fiedler ist Wassermann. Marianne Wagel, der Apotheker ist Krebs. Harry Wagner ist Jungfrau, Tommy Schmidt Skorpion. Hab ich immer noch vergessen. So, meine Herren, hier ist der Kaffee. Bitten Sie sich. Ja, danke. Vater Kleefisch macht auf Lynchjustiz. Was? Ja, ja, mit diesem Freundchen, Tommy Schmitz. Was ist denn für ein Freundchen? Das ist der Ex-Freund der Toten. Also, was tun? Verstärkung ist angefordert und für morgen auch schon eingeteilt. Wir gehen doppelt strategisch vor. Einmal die Suche nach Harry Wagner mit allen zur Verfügung stehenden Kräften. Chef, und zum anderen wollen wir diese beiden dämlichen Märtyrer, Schmitz und Kleefisch, davor bewahren, in Mainz den Wilden Westen einzuführen. Also, genaue Angaben zur Person und ein Foto von allen dreien in die Zeitung und an alle Streifen. Habt ihr Zucker? Ja. Wir vier bilden die Spezialtruppe. Vier? Hä? Falls uns einer helfen kann, ist das diese Molly Fiedler. Wer ist denn das? Ach, sie ist die Ex-Verlobte von Harry. Na ja, scheint immer noch Einfluss auf ihn zu haben. Und mehr zu wissen als sonst irgendjemand. Ich möchte, dass sie mitkommt. Ja, okay, okay. Bin zurück. Na, Kohlmann. Der Lilich ist mit dem Hermann da. Der da unheimlich rumgemeckert, weil es schon so spät ist. Also diesen Dicken will ich nicht sehen, aber den Hermann bringen Sie mir mal sofort her. Ja. Zu Hermann, raus mit der Sprache. Gib zu, Harry war nicht mit dir auf dem Arbeitsamt. Oder ist später gekommen? Das ist doch gelogen. Nein. Ja, es stimmt. Ich habe ihn gedeckt. Das war so eine Ehrensache. Ich wollte... Ja? Er tat mir leid. Hast ihn gedeckt, er tat dir leid. Und die Ehrensache, warum ging es dabei? Hermann,
Du musst mir ganz ehrlich sagen, wer dir den Auftrag gegeben hat, einen ganz bestimmten Unterrock an Harry weiterzugeben. Du bist doch ein Mann. Natürlich, ja. Du, ich muss das ganz genau wissen. Ich sag auch nichts seinem Vater. Wirklich? Nein. Molly Fiedler hat ihn mir gegeben. Ja, aber Harry hat ihn haben wollen. Wir konnten ja nicht wissen, was er damit anstellen würde. Und was hat sie gesagt? Wer? Molly Fiedler. Ja, als sie wollte, dass du Harry den Unterrock gibst. Sie sagte, ich soll sagen, die Farbe Schwarz, das sei ein Auftrag. Und Harry werde das als Maler schon wissen. Was ist Sache? Was ist Sache, du Affe? Geh mal weg. Alles klar, verstehst du? Wenn ich was verspreche, mache ich es auch. Hier. Was willst du da überhaupt jetzt? Das ist für ein schnelles Geschäft. Willst du dich selber umlegen, oder? Hin. Du bist vielleicht ein irrer Typ, du. Wie er den Bullen abgehängt hast. Hui. Bisschen plemplem, wa? Oh. Sag nicht so böse Worte. Babsi. Boah, das ist schlimmer als Mord. Mord? Wieso Mord? Manchmal. Du siehst jemandem ähnlich. Sehr ähnlich. Ich liebe sie. Ja. Wenn du kürzere Haare hättest. Los, komm. Was ist los mit dir? Komm, ich will ja nur. Ich will dir die Haare schneiden. Komm bitte. Ich schneide sie ab. Nein. Ab damit. Kommt nie in Frage. Molly soll wieder erwachen. Hör auf! Du bist ein Irrer. Los, komm. Molly soll lebendig werden. Komm ab, du Tripp. Hilfe! Hilfe mir, hilf mir! Hey, lieb und warte. Das da ist das Drogengatter. Und Sie haben von Molly Fiedler bestimmt keine neuen Unterlagen. Nee, wie ich schon gesagt habe, nur von ihrem Freier. Normal nennt sie sich oder einer Kraftwerk in der Szene.
Wir wollten ja eigentlich den anderen Typen da beschatten. Archie mit den rausgeröntgten Augen. Aber der Film ist Gold wert, weil... Sagen Sie, Moment. Ja? Dieses Mädchen da, die da mit dem Typen spricht, können Sie mal zurückdrehen? Nee, zurückdrehen geht nicht, aber der kommt gleich wieder. Das da. Das ist Dorian Specht. Der wird es neuerdings beschattet. Dass wir ihn hier drauf haben, ist reiner Zufall. Man ahnt, dass er so eine Art Ring in Mainz aufbaut, von Frankfurt aus. Wissen Sie, dass das die Tote ist, mit der er spricht? Die beiden unterhalten sich, ja. Ja, worüber? Der Ton haben wir keinen. Und das war's? Ja, das ist alles. Sie Fräulein Marianne? Nicht gut. Wir haben in derselben Apotheke gearbeitet. Wieso, warum? Weil hier zwei schwarze Karten liegen. Das Pegas und die schwarze. Neben der blonden Dame. Und der Kopf dem Tod zugewandt. Ach, wissen Sie, das hat nichts zu sagen. Ach so. Können Sie auch Karten legen? Nein. Ich bin nur bei der Polizei. Nicht im Zirkus. Ja, es steht nicht gut um das Mädchen. Es hat die schlechteste Karte. Wird sie nun sterben? Oder ist sie schon tot? Wer weiß. Ei, wo ist denn mein Kind? Hm? Ei, wo ist es denn? Ist das Ihr Kind? Sie sagen wohl gar nichts. Darf ich raten? Sind Sie der Freund? Ist das Baby von Ihnen? Kennen Sie die Tote? Sind Sie stumm? Auch gut. Wollen Sie mir nicht wenigstens Ihren Namen sagen? Es wäre höflich. Dorian Specht. Bei dem Namen hätte ich auch Hemmungen. Ach, Sie sind Löwe. Interessantes Zeichen. Der Specht ist ein Löwe. Fragen Sie ein Amulett? Oder eine kleine Kette mit dem Anhänger? Tierkreiszeichen? So, nun zur Sache, Frau Fiedler. Sie kennen unser Anliegen. Haben Sie sich entschieden? Auch wenn Harry Ihr Ex-Verlobter ist, ich verstehe Sie, aber... Er ist nun mal ein Mörder. Er ist so gut wie überführt. So gut wie? Ja. Wir haben ihn nur noch nicht. Bitte. Sie müssen uns helfen. Sie kennen seine Plätze, seine Kneipen, seinen Schlupfwinkel. Er darf nicht noch mehr anstellen. Das machen wir schon.
Wir müssen ihn finden. Aber nur, damit die Verrückten ihn nicht abknallen. Wo kann er sein? In seinem Auto schlafen wollen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Fieder. Schönen Dank. Bis morgen. Wiedersehen. Ja, bis morgen. Dorian Specht, den kenne ich. Was, den kennst du? Woher denn? Ich, weißt du. Ja, verstehe schon, wenn es ja peinlich ist. Ich möchte aber trotzdem gern wissen, was der so treibt. Das kann ich dir auch so sagen. Ist er im großen Geschäft tätig?
Willst du mir jetzt helfen oder nicht? Ja, schon. Ach. Dann gehen Sie in eine Kneipe. Wieso Kneipe? Ich spiele doch gerade. Der weiß doch nichts von uns, oder? Dass wir befreundet sind. Oder hat er dich mal mit mir gesehen? Ach, komm. Versuch Stoff zu kaufen. Bitte. Sei lieb. Ja? Bitte. Wie viel Geld hast du denn zu Hause? 3000 Mark oder so. Was, 3000 Mark hast du zu Hause? Komm ich mit meinem kleinen Beamtengehalt nicht mit. Also, nimm das, ja? Was soll das? Ja, und nimm dein ganzes Geld und versuche, so viel Rauschgift zu kriegen, wie du nur in die Finger bekommen kannst. Aber nur vom Specht, ja? Ich muss wissen, ob eine große oder kleine Ware rankommt. Und was? Was für ein Zeug soll ich kaufen? Ist mir egal. Du kriegst das Geld sofort zurück, sobald die Kasse aufhört. Bitte, sei lieb. Und lass sie nicht aus den Augen, ja? Was der Herr dort sagt, ist zu weit weg. Macht nichts. Brauchen wir nicht. Das habe ich nicht verstanden. Bullen, Polizei, okay. Was meint er? Schnecke oder Schnecke? Tja, Frau Buchmüller, jetzt haben wir ein paar Mal gesehen, aber ich kann Ihnen den Dialog der beiden gezeigten Personen nur teilweise wiedergeben. Vieles war unersichtlich und in einem Fachjargon geführt, den wir nicht eindeutig interpretieren können. Also ganz kurz. Beide Personen haben sich begrüßt. Das Mädchen sprach von Einsteigen, etwa weil ich einsteigen will. Die Reaktion des Herrn war eindeutig verneint, das haben Sie ja selber gesehen. Danke. Das Wort Bullen ist gefallen, in welchem Zusammenhang ist mir unklar. Etwa, ja, dann gehe ich zu den Bullen. Worauf der Herr sagte, auf den Wecker, also du gehst mir auf den Wecker, kann es heißen. Das Mädchen, dann ich schleppe die kleinen Fische ran und habe die Schnecke auf oder an dem Hals. Und Geschäft lässt du mich sitzen, in oder am Geschäft lässt du mich sitzen. Tja, das war alles. Da, sein Foto. Ja, und das von Tommy und Herrn Kleefisch auch. Ja. Typisch Harry. Das ist Harry. Also morgen früh zur Zeitungsfiliale. Spätestens dann haben wir ihn. Wieso? Er wird da sein. Na, Schatz, im gelben Unterrock? Warum so traurig? Hello! Sag mal, halt mal fest. Dein gelber Unterrock, der gefällt mir so gut. Wollen wir nicht die Kleider tauschen? Ja, warum nicht? Gamer! Ja. Trink doch mal ein! Kommst du auch heute und schaust dir die Kappenfahrt an? Ich will mal sehen, dass ich so einen Ball erwische. Aus Gummi, weißt du? Nie erwische ich so einen Ball aus Gummi. Letztes Jahr, da war der Umzug viel schöner. Findest du nicht auch? Ja, das stimmt. Ja. Bist du im Verein? Ja. Los, Mann. Geht mal jemand kochen? Ja, los, komm. Hier, halt mal. Was? Wen gehen wir denn besuchen? Ein schickes Mädchen. Na ja, ein blondes Mädchen, du komm! Hello! Doch, los, komm runter. Was ist los? Nichts, nichts ist los. Hello! Hello!
was man nicht alles tun muss, um ein blondes, schickes Mädchen zu treffen. Jetzt hab ich dich. Verdammt! Das ist ja gar kein... Das tut mir leid. Ich hab mich vertan. Ich meinte einen anderen. Verzeihung. Das hat gar nichts gemacht! Aus dem Kleinen! Was soll das denn? Lasst mich doch in Ruhe! Hello! Er hat die Kostüme gewechselt. Tja. Wo kann er jetzt sein? Keine Ahnung. Mal sehen. Frau Klefisch, kann es sein, dass sonst noch jemand Zutritt zu Ihrer Wohnung hat? Bitte überlegen Sie doch. Aber Ihr Mann hat doch Schritte gehört, als er kam. Kann es sein, dass Ihre Tochter einen Schlüssel verliehen hat oder dass ein Schlüssel fehlt? Dann tu das mal auch. Gewünscht in Liebe von M. an Harry und denke an die Verabredung. Tja, Harry, dann tu das mal auch. Was hören Sie denn da? Es hat uns Kuhlmann vom Südwestfunk mitgebracht. Listen, dear Miss Molly, I told you this before. Even though I told you so, I'll tell you just once more. Oh, oh, oh me, oh my Miss Molly, I'm in love with you. Oh, me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? Hallo, hier Buchmüller. Hallo. Hören Sie mich? Hallo. Jetzt anrufen. Wenn die Buchmüllersche weiß, dass ich einen Schlüssel zur Wohnung Klefisch habe, sollte mich anrufen. Jetzt anrufen. Hallo. Schläfst du? Ja. Hier, hast du den Mist. Was ist denn los? Bist du sauer? Hast du den Stoff gekriegt? Ja. Oh. Liegt schon auf dem Bett. Aha. 3000 Mark. Futsch. Du kriegst das Geld zurück, sobald die Kasse aufhört. Was machst du denn da? Ich wollte die Molly Fiedler anrufen. Spinnst du? Ja, ich glaube, ich sollte sie anrufen. Ich wollte sie noch was fragen, aber was? Was war das nur? Ja, der Schlüssel. Du bist vollkommen überarbeitet. Lass den Quatsch und ruh dich aus. Schlaf doch, verdammt noch mal. Ja. Thank you.
muss sie anrufen. Machst du nicht. Du rufst sie nicht an, mitten in der Nacht. Ich mach, was mir Spaß macht. Tust du nicht. Ich laufe für dich Tag und Nacht durch die Gegend und du hast nichts Besseres zu tun, als eine blöde Molly Fiedler anzurufen, wenn ich komme. Nicht mal ein Dankeschön. Danke. Machen wir Schluss, es hat ja keinen Zweck. Wieso? Wir können ihn doch immer noch windelweich schlagen. Ach ja, bei Kleefisch ist dein Wohnungsschlüssel verschwunden. So? Mhm. Sowas kommt vor. Da fällt mir ein, haben Sie nicht so ein altes Verbindungskabel ohne Schokostecker? Wieso? Ja, mir war so, als hätte ich am Rosenmontag eins gesehen. So ein altes. Ich weiß gar nicht, was ein Schokostecker ist. Das ist Schutz. Schutzkontakt. Jetzt muss ich Sie leider verhaften. Wir haben doch nichts getan. So, nichts getan? Und glücklicherweise haben Sie mich getroffen. Vielleicht gibt es Bewährung wegen der besonderen Umstände, wenn Sie Glück haben. Wir haben doch nicht geschossen. Was ist denn das hier? Trommel ist leer. Sagten wir doch. Das wird der Ballistiker feststellen. Übrigens, woher haben Sie die Pistole? Frage? Geht Sie das was an? Antwort nein. Herr Schmitz in der U-Haft. Wird es Ihnen schon einfallen? Schnell, wir kommen sonst zu spät. Übrigens, Herr Kleefisch, ich kann Sie beruhigen. Der Fall ist geklärt. Sie haben doch Schritte gehört, als Sie nach Hause kamen. Das stimmt. Harry, hier spricht Molly. Hörst du mich? Gut. Hör genau zu. Ich möchte, dass du morgen früh um 5:30 das Radio anmachst. Da ist ein Wunschkonzert. Nur für dich. Dann möchte ich, dass du zu diesem schönen, blonden Mädchen fährst. Sie ist weich und rund. Da ist der Schlüssel. Sie heißt Marianne. Aber die Halskette finde ich nicht. Dafür passt das Kabel. Die Spuren an Fräulein Mariannes Hals stimmen mit dem Kabel überein. Frau Buchmüller hatte recht. Wenn es wirklich Vater Kleefisch gehört, ist der Beweis eindeutig. Herr Wagner? Ja, bitte. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind verhaftet. Wegen sexueller Nötigung, Vergewaltigung und Körperverletzung. Einbruch und Diebstahl. Und wegen Mordes, Harry. Warum hast du das getan? Das habe ich nicht gewollt. Abführen. Nicht da. Okay.
Komm mal recht. Danke für Ihre Mitarbeit. Wenn ich geholfen habe, ist es ja gut. Das haben Sie. Das haben Sie wirklich. Auf Wiedersehen. Lieber nicht. Sagen Sie, wo haben Sie eigentlich Ihr Baby? Ines? Ja. Bei der Oma, wieso? Warum? Harry Wagner hat viel angestellt. Aber einen Mord, der? Na. So? Alle Indizien sprechen gegen Sie. Jetzt soll ich den Mord begangen haben? Sie haben Harry ganz in Ihrer Gewalt. Man könnte fast von einer telepathischen Kraft sprechen. Telepathie ist nicht beweisbar. Und juristisch sagt es nichts. Ja, ja, da haben Sie recht. Früher haben Sie mit Ihrer Freundin Marianne gemeinsame Sache gemacht. Kleine Rauschgiftangelegenheit. Schön vertuscht. Na und, wie lange ist das her? Aber dann lernten Sie Dorian Specht kennen. Und ihm war Ihre kleine Schieberei ein Dorn im Auge. Wahnsinn. Warum? Weil er im großen Geschäft tätig ist. Und sein Ring kann sich so kleine Pfuscher, so amateurhafte Anfänger, die noch dazu untereinander verstritten sind, wie Sie, Marianne und Schneck, einfach nicht leisten. Quatsch, was soll denn auch noch Schneck damit zu tun haben? Wenn Herr Schneck nun fahrlässig gehandelt hat oder ob er erpresst worden ist, das wird das Rauschgift jetzt danach feststellen. Sie mussten Marianne aus dem Weg räumen. Darauf bestand Dorian Specht. Warum? Es gibt keinen Grund. Oh, doch, doch, doch. Marianne wollte mitmachen im Profilager. Sie wollte ans große Geld ran. Das ist nicht wahr. Sie drohte sogar mit der Polizei. Sie erfindet einfach Geschichten und ich soll sie glauben. Und da fiel Ihnen Harry Wagner ein. Sie wussten, dass das sexuell abnorm ist und einschlägig vorbestraft. Also haben Sie ihm Fetische zugespielt und er ging tatsächlich los, wie zu einer Verabredung. Sie konnten allerdings nicht damit rechnen, dass er einen Mord begeht. Also, Sie mussten nachhelfen. Ich war es nicht, verdammt nochmal! Nein, nein, Sie waren es ja auch nicht. Sie sind kein Löwe. Sie haben nur die Vorarbeit geleistet. Marianne mit einem Kabel ermordet, das hat Ihr Freund, Dorian Specht. Nur weil Specht Löwe ist, hat er noch keinen Mord begangen. Oh, wir haben ein ganz kleines Teilchen gefunden, das herunterfiel, als die Kette riss. Das passt ausgezeichnet an den Anhänger. Haben Sie denn die Kette? Nein, die haben wir nicht. Na also. Noch nicht. Na also. Go all night till the light comes. Do things you only do in the dark. And my windows, they're wet with the morning dew. You know it's time I headed home. Dogs in love in the back room of the Max. I can't help thinking that I blew it tonight. And old John's cried in the Beatles all night long. I don't come here often, baby, but when I do, I see the news every time.